Hallo meine Liebe, ich bedanke mich für die Buchung deiner Legung. Du hast mir ja deine Situation geschildert mit deinem Herzensmann und möchtest einfach gerne wissen, wie es hier weitergeht. Und dazu habe ich ein Neunerblatt ausgelegt aus dem Kartendeck. Wie heißen die jetzt? Moment, Luna Marie's Magic Lenormand Love Cards. Ja, ich habe so viele Kartendecks, dass ich mir die alle Namen nicht mehr merken kann. Und wie gesagt, ich habe hier ein Neunerblatt ausgelegt. Das Thema, das Hauptthema dieser Legung ist immer die Karte in der Mitte. Und hier geht es um Verletzungen. Ja, also es wird auch in Zukunft immer mal wieder zwischen euch beiden Verletzungen geben. Wir haben hier oben die Blockade. Wir haben hier dann auch die Lügen und den Rückzug. Dann bist du hier gefallen. Dann die Verletzungen, der Winter, die Rivalin, der Neuanfang und die Freundschaft. So, das sieht jetzt so aus. Es wird in Zukunft Verletzungen geben. Wir haben hier die Blockaden liegen, das heißt, zwischen euch beiden sind einfach sehr, sehr viele Blockaden. Man ist hier auch nicht ehrlich. Ja, die Lügen bedeuten auch immer Notlügen, man ist hier einfach nicht ehrlich. Und wir haben hier den Rückzug. Es wird also auch, weil es dir ja wichtig war zu wissen, ob der Kontakt weiterhin bestehen bleibt, schaut hier so aus, dass dein Gegenüber hier wieder in den Rückzug gehen wird aufgrund dieser Blockaden. Ja, das wird dich hier auch verletzen. Und wie gesagt, wir haben hier auch die Lügen. Das heißt, man ist hier auch nicht ehrlich zueinander. Das Ganze wird hier auch als falsch dargelegt. Also die ganze Bindung zu ihm wird hier auch als falsch dargelegt. Das ist hier so nicht richtig und das bringt dir natürlich auch sehr, sehr viele Verletzungen. Der Winter bedeutet zum einen natürlich hier die Zeitkarte des Winters. Ja, das kann jetzt bedeuten, dass diese Legung jetzt bis in den kommenden Winter seine Gültigkeit hat. Also, dass es bis in den Winter immer wieder mal Verletzungen geben wird, Rückzüge geben wird, man ist ja auch nicht ehrlich und es sind hier Blockaden da. Der Winter bedeutet aber auch Gefühlskälte. Du wolltest ja auch wissen, ob er hier Gefühle für dich hat. Und hier ist, oder sagen wir so, zwei Gefühlskarten in dem Sinn gefallen. Zum einen die Karte der Freundschaft. Und zum anderen der Winter, der ja auch für Gefühlskälte steht. Also kann ich dir sagen, dass dein Herzensmann hier offensichtlich nicht mehr Gefühle hat als wie eine Freundschaft. Weil das Ganze ja hier, so wie es aussieht, schon zum Scheitern verurteilt ist. Das soll hier auch nicht sein. Weil, wie gesagt, wir haben hier die Lügen. Klar, es verletzt dich sehr. Aber so wie es hier aussieht, empfindet dein Gegenüber oder lässt zumindest nicht mehr als Freundschaft zu. Ich kenne ja deine Hintergrundgeschichte, aber auf die möchte ich ja nicht eingehen. Ja, und so wie es hier aussieht, wird es einen Rückzug geben, was den Kontakt betrifft. Es wird dich sehr verletzen und es ist hier einfach nicht mehr als ein freundschaftliches Miteinander möglich. Wir haben hier auch noch die Rivalin liegen. Das heißt, es gibt hier definitiv noch jemanden in seinem Leben. Mit dieser Frau wird er hier auch einen Neuanfang machen. Ja, und wie gesagt, zu dir ist das Ganze nur freundschaftlich. Es kann auch sein, dass er mit dieser anderen Frau einen freundschaftlichen Neustart beginnt, aber die Rivalin ist immer zu dir jetzt oder zur Fragestellerin eine Konkurrentin, beziehungsweise eine Frau, mit der man auch eine Affäre hat. Es kann auch sein, dass er hier mit einer anderen Frau eine Affäre hat, aber nichtsdestotrotz kommt es mit dieser Frau zu einem Neuanfang. Und was dich betrifft, hier die Verletzungen, ja, das ist ja hier auch die Gegenwartslinie, also es wird hier auch zu Verletzungen kommen für dich, weil es eben hier diese andere Frau gibt. Ich kann dir bei diesem
Blatt nicht sagen, dass es mit ihm in eine Partnerschaft gehen wird oder dass ihr Dualseelen seid. Liegt hier übrigens auch nicht. Ja, es gibt hier auch in diesem Kartendeck eine feste Kombination für Dualseelen. Das liegt hier ebenfalls nicht. Ja, also wenn du meinen Rat gerne möchtest, mit diesem Mann wird's nichts. Ich weiß, das möchte man oft nicht hören. Aber ich kann dir aus diesem Blatt nichts Positives jetzt für dich herausnehmen. Du siehst es selber. Die Lügen, die Blockaden, der Rückzug, das wird weiterhin auch für dich präsent sein, denn für dich liegen hier die Verletzungen. Es hat dich in der Vergangenheit auch verletzt, dieses Hin und Her, nicht wissen, was da ist, ja, aber es wird mit ihm leider Gottes nicht mehr als eine Freundschaft werden, beziehungsweise er wird hier auch nicht mehr als eine Freundschaft zulassen, weil es zum anderen hier auch falsch ist. Wie gesagt, ich kenne ja deine Hintergrundgeschichte und zum anderen, weil es hier noch eine andere Frau gibt. Mit dieser Frau wird er einen Neuanfang machen. Und es ist auch für dich wichtig, dass du für dich jetzt einen Neuanfang auch machst. Ich weiß, wie verletzend das sein kann, aber schließe mit diesem Thema ab. Es ist hier keine Dualseelenverbindung und es ist hier weder die Karte der Liebe noch der Seelenpartner vielleicht, wo ich sagen würde, okay, das hätte vielleicht doch noch eine Chance oder die Karte der Beziehung, ja. Diese Karten fehlen mir hier einfach, um dir wirklich sagen zu können, du kannst an dieser Bindung festhalten. Es ist hier ganz das Gegenteil der Fall. Es ist für dich jetzt wichtig, dass du auch für dich einen Neuanfang machst, aber einen Neuanfang für dich ohne ihn als Partner an deiner Seite. Ja, denn das liegt hier nicht. Ich kann dir leider Gottes nicht das Blaue vom Himmel versprechen, wenn es hier nicht liegt. Ja, wie gesagt, eine Freundschaft ist mit ihm lebbar, ja, aber mehr lässt er auch schon gar nicht zu. Zum einen, wie gesagt, weil er noch diese andere Frau hat, weil er mit dieser Frau auch einen Neuanfang möchte. Also ist es für dich mit Sicherheit wichtiger und besser, mit dem Ganzen auch abzuschließen. Ja, wie gesagt, Dualseelenbeziehung ist es auch nicht, ja, weil das eben auch eine Frage von dir war und hier liegt überhaupt keine Karte, wo ich jetzt sage, okay, das ist eine Dualseelenverbindung. Schließ mit dem Ganzen ab, mach mit dem Ganzen Frieden. So wie es hier aussieht, geht's mit diesem Mann in keine feste Partnerschaft. Leider Gottes. Ja, ich wünschte wirklich, ich könnte dir etwas anderes sagen. Aber die Karten haben gesprochen, die Karten möchten, dass du das eben hier so weißt. Und auch wenn es dich jetzt ein bisschen verletzt, weil es ist ja hier auch die Verletzungen in deiner Richtung, ja, heile das. Und vor allem halte nicht an dem fest, denn wir haben hier wirklich drei sehr schlechte Karten auch. Blockade, Lügen, Rückzug. Da ist jetzt nichts, wo man jetzt sagt, okay, das hätte vielleicht doch noch eine Chance. Ja, man sieht sie selbst in diesem Neunerblatt. Das ist einfach eine Begegnung mit ihm auf freundschaftlicher Basis. Das wird es auch weiterhin geben, aber über die Freundschaft hinaus wird es leider nicht möglich sein. Ja, ich hoffe trotzdem, dass ich dir helfen konnte. Wie gesagt, du wolltest wissen, ob Gefühle da sind. Es ist hier die Freundschaft gefallen als Gefühlskarte. Wenn hier wirklich Gefühle seinerseits da sein würden, wäre hier zumindest die Karte der Verliebtheit gefallen. Ist es aber leider nicht. Es ist die Freundschaft als Gefühlskarte gefallen. Ja, also es kann auch sein, dass er nur Freundschaft zulässt. Aber wie gesagt, ich möchte hier keine falschen Hoffnungen machen. Ja, das liegt hier so eindeutig, dass einfach mit ihm keine Partnerschaft möglich ist. Du wolltest auch wissen, wie es weitergeht. Es wird mit dieser Frau einen Neuanfang geben und eben nicht mit dir. Es wäre schön, wenn anstatt dieser Rivalin du hier liegen würdest. Dann würde ich sagen, okay, da ist noch eine Chance. Aber so würde ich mich nicht gut fühlen, wenn ich dir sagen würde, diese Beziehung hat eine Chance, ja, und ich bin da auch sehr ehrlich, ich sag dir, was ich sehe, du siehst es selber auch und mehr kann ich dir zu dieser Legung auch nicht sagen, auch das Thema Dualseelen. Du kannst das für dich jetzt annehmen, diese Legung, oder du kannst sagen, nee, interessiert mich nicht. Ist natürlich deine Entscheidung, ja, aber wie gesagt,
das ist hier jetzt der aktuelle Stand. So wird es auch weitergehen mit ihm. Es wird Rückzüge geben. Und wie gesagt, eine feste Partnerschaft oder nur zumindest eine Tendenz dahin, dass das möglich wäre, ist hier einfach nicht. Und ich hoffe trotzdem, dass ich dir mit dieser Legung helfen konnte. Solltest du trotzdem noch Fragen haben, kannst du dich gerne an mich wenden. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Tschüss!